meinem mittlerweile vierten Teil des Cubase Masterclass Tutorials habe ich wieder zahlreiche Tipps und Tricks gesammelt, die so in keinem Handbuch stehen. Ich zeige unter anderem, wie man Effekte optimal aussteuert. Das Zauberwort lautet hier Gain Staging. Mit den Akkordpads und der Akkordspur kann man perfekt Harmonien entwickeln und auch Melodien dazu spielen. Wie lassen sich Sounds von externen Synthesizern mittels Patch-Scripts aufrufen? Das Reverence Reverb kann nicht nur Hall, es kann viel, viel mehr, das zeige ich hier. Beide Hände während der Aufnahme frei halten. Geht das überhaupt? In diesem Tutorial lüfte ich das Geheimnis dazu. Wie wirken sich VCA-Fader und Gruppenspuren auf den Sound aus? Und wie setzt man beide sinnvoll ein? Das reine Effektsignal abhören ist ab sofort kein Wunschtraum mehr und auch der Export desselben. Alle Voreinstellungen, Presets und Tastaturkommandos von einem auf einen anderen Rechner übertragen. Ich zeige, wie es geht. Wie mastert man seine Musik optimal für Spotify, iTunes und YouTube? In Cubase gibt es versteckten Content. Ich zeige, wo dieser zu finden ist und wie man ihn einsetzt. Cubase besitzt unzählige Presets. Wie lassen sich diese noch schneller finden und so optimal in die eigene Musikproduktion einsetzen? Cubase Masterclass 4. Mehr Praxis geht nicht.